Willkommen zur Grußbotschaft aus der Svizzera Italiana. Die Grußbotschaft aus dem Tessin überbringt unser Vorstandsmitglied Signor Mauro Damiani. Liebe Mitglieder, Sympathisanten und Gönner, geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Nach ein paar Jahren, ich werde trotzdem versuchen, auf Deutsch zu lesen. Und entschuldige mich schon jetzt für die Fehler in der Aussprache. Seit einigen Jahren sind sich der Tessin und der Rest der Schweiz so nahe wie nie und in Zukunft werden sie es noch mehr sein. Weil wir die gleichen Träume vor Freiheit haben, die jemand vernichten will. Die beste Art, ein Volk unter Kontrolle zu bekommen und es total zu überwachen, ist ihm Stück für Stück die Freiheit zu nehmen, es mit tausenden kleinsten und fast nicht wahrnehmbaren Einschränkungen auszuhöhlen. Auf diese Art werden die Leute den Wandel nicht bemerken, bis es zu spät ist für eine Umkehr. In dieser Art drückte sich Adolf Hitler aus. Und ich weiß nicht bei euch, aber dieses Auftreten erinnert mich vage an das, was die Europäische Union mit der Schweiz zu machen versucht, oder? Ängste. Ängste. Wollen wir allein in Europa bleiben? Die Bedingung Guillotine. Wir haben keine Wahl, wir haben keine handfesten Argumente. Erpressung, schwarze oder graue Liste, aber sicher keine weißen. Politiker im Dienst des Volkes, europäischen. Wir haben zu viel Demokratie. Die neue Richtlinie der EU zu den Waffen kommt nach Bern mit der Post, in Kraft setzen und Klappe halten. Donald Trump, unabhängig der Tatsache, ob er einem gefällt oder nicht, macht keine halben Tatsachen, weil er weiß, was ein Amerikaner ist. Wir hingegen sitzen bereits Vertreter von zu vielen Leuten, die nicht wissen, was ein Schweizer ist. Und das ist das wesentliche Problem der Pseudo-Verhandlungen mit der EU. Die Grenzgänger zum Beispiel, dermaßen viele, dass keiner unserer politischen Vertreter den Mut hat, der EU mit Vergeltung in diesem Zusammenhang zu drohen. Wollt ihr mir weismachen, dass es die EU nicht interessiert, ob sie 300.000 potenzielle Arbeitslose mehr haben, falls die Schweiz sich entschließt, die Grenzen zu schließen? Jemand soll es mit einer Volksinitiative versuchen, die aber nicht lanciert werden kann wegen eines phantomatischen bevorzugten Rechts, dem Schweizer Volk übergeordnet. Die bilateralen Abkommen andauernd sagen uns alle, dass die EU unser wichtiger Handelspartner ist, wenn es in der Realität die europäischen Unternehmen sind. Versucht euch vorzustellen, ihr habt ein Unternehmen in der EU-Zone und unter euren wichtigsten Kunden ist die Schweiz. Eines Tages sagt euch eure Regierung, dass ihr eure Produkte nicht mehr an die Schweiz verkaufen könnt. Pronto? Wollt ihr mir vorgaukeln, dass keiner etwas dazu sagen würde? Wir Schweizer sind der Beweis, dass man gut leben kann, wenn man der EU fernbleibt und England hat schon die ersten Bestätigungen erhalten. Seitdem sie sich entschieden haben, die EU zu verlassen, haben sie gesehen, wie sich ihre sozial-wirtschaftlichen Konditionen verbessert haben. Das Tessin ist ein fester
fester Bestandteil unserer Schweiz und aus diesem Grund bitten wir Sie, unseren Kandidaten und Nationalrat Marco, nicht Mauro, Chiesa in den Amtsvorstand zu wählen. Hoppa uns, volle Kraft voraus. Dankeschön. Vielen Dank, Mauro und auch Marco.